Die am Bau permanent vorhandenen Treppen sollten so früh wie möglich einsatzbereit sein, sodass sie als Zugang genutzt werden können. Falls das nicht möglich ist, sind Treppentürme aufzustellen. Treppen und Absätze müssen schon zu Beginn der Nutzung mit Geländern versehen sein. An Absätzen müssen Geländer mit Handlauf, Knieleiste und Fußleisten montiert werden. Leitern sind als Zugang weniger geeignet. Verwenden Sie stattdessen, soweit möglich, stabile Treppen oder Treppentürme. Leitern dürfen nur in niedrigen Höhen eingesetzt werden und nur dann, wenn sie als Zugang wenig genutzt werden. Nur leichte Gegenstände, die man mit einer Hand tragen kann, dürfen über Leitern transportiert werden. Leitern müssen am oberen Ende befestigt und ausreichend geneigt sein, sodass sie stabil stehen. Die Hände müssen ca. 1 Meter über dem höchsten Niveau noch festen Halt haben.